Und wisst ihr was? Da hat Alpha Kevin mein Videomaterial verwendet, was ich zusammengeschnitten habe, ohne mich zu verlinken. Könnt ihr euch das vorstellen? Strike ihn! Ich habe das Ursprungsmaterial ja auf meinem Kanal. Nein, komm auf die gute Seite. Reutze, ich zeig dir gleich die Route. Ich zeig dir die gute Seite. Damit sollten wir safe sein. Alles, was hier gleich vorkommt, ist mit diesen Quellen abgedeckt. Alles. Auch der Hintergrund hier ist in den Quellen. Weil für den Hintergrund muss ich ja einzelne Quellen angeben. Für das Design hier, das Design des Chatfensters, habe ich auch eine Quelle angegeben. Ja? Reutzi, scheinbar muss man Quellen im Stream zeigen. Das, bei Twitch geht das ja nicht anders. Bei YouTube-Videos kann man das unten in der Beschreibung machen. Aber scheinbar muss man jetzt die Quellen auch einfach präsent im Stream zeigen. Und wenn jeder jetzt darauf beruht, für alles eine Quelle angeben zu müssen, ansonsten wird man gestrikt, dann hat man eine Wall of Text. Dann wird ab jetzt so Sachen behandelt mit ganz, ganz vielen Quellen. Auch die Final Fantasy Musik, habe ich gar nicht drauf, das stimmt. Also wenn Nobuo Uematsu in den Chat kommt, da sagt mir Bescheid. Dann bin ich am Arsch. Quelle meines T-Shirts. Da ist ein Amazon-Affiliate-Link unten. Achtung, Werbelink. Amazon-Affiliate-Link. Bestellt mal, sucht das T-Shirt da raus und bestellt das einfach. Es ist kein Direktlink zu dem T-Shirt, aber geht da mal einfach gucken. Squaresoft-Bun, ja. Das heißt auch Scheinbär, by the way. Denkt auch immer dran, wenn ihr Videospiele spielt im Livestream, die sind auch lizenzrechtlich geschützt. Ne? Denkt daran, bei Videospielen auch immer die Quellen zu verlinken. Ja, ja. Wenn wir das ab jetzt fordern, dann sehen in Zukunft Streams halt so aus. Das ist das Problem. Wir gönnen uns jetzt einfach den Spaß. Ich hätte ihn sowieso aus dem Bild rausgeholt und hätte dafür den Podcast-Bildschirm genommen, der natürlich auch in den Quellen steht. Irgendwo, keine Ahnung, sucht ihn raus. Ist mir egal. Werbung für John. Gut, legen wir los. Warum ist Gronkh frauenfeindlich? Das war's, liebe Freunde. Die nächste Legende ist gefallen und wurde restlos exposed. Es geht natürlich hierbei um Gronkh, einer der kontroversesten Streamer Deutschlands. Quelle hier. Schon Twitch damals Gronkh. Fiel er mit extrem transfeindlichen Aussagen auf, wie beispielsweise diesen hier. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Oh, Didi, oh, what did he, oh, Didi, what did he? Muss sie eine Rolle in meinem Leben spielen? Ihr denkt, das war's jetzt schon mit der extremen Transfeindlichkeit von Gronkh? Na, wartet ab, ich habe nämlich noch dieses Ass hier im Ärmel, womit ihr wahrscheinlich nicht gerechnet habt. Oder macht es mehr Sinn, wenn wir das zum Beispiel spielen? Und wenn wir das spielen, sammeln wir eigentlich die ganzen Donations, zum Beispiel... Halber Hagrid. Meiner Meinung nach viel zielführender. Also ihr seht, Gronkh ist fast schon permanent am Hetzen. Und deshalb hat es sich Shoyoka zur Aufgabe gemacht, ihn ordentlich aufzuklären, dass ja Harry Potter super transfeindlich ist, vor allem in Bezug zu J.K. Rowling. Man sollte hierbei auch keine eigene Meinung vertreten, denn es ist ja offensichtlich, dass hierbei ein gesellschaftlicher Genozid begonnen hat. Ich brauche keine Quelle, wenn ich eh keine Bilder zeige. Ja, aber ich kann die Bilder nicht zeigen, weil die Quellen im Weg sind. Außerdem allein schon, dass gleich der Ton kommt. Es kommen gleich Tonaufnahmen. Alleine dafür braucht man eine Quelle. Demnach ist Gronkh nicht nur ein Stück weit transfeindlich, sondern er pusht sogar wahrscheinlich gesellschaftliche Genozide oder sowas. Am transfeindlichsten fand ich aber immer noch von Gronkh, dass er an den Bundesverband... Black Virus, du darfst das Video nicht sehen, damit man die Quellen sehen kann. Wo soll ich die sonst hinpacken in einem Livestream? ...gesellschaftliche Selbstbestimmung und Vielfalt gespendet hatte. Das Ganze ist sogar geschehen vor den Vorwürfen... Als wenn ihr das Video nicht eh kennen würdet. ...von Shoyoka, dass Gronkh vielleicht eine gewisse Transfeindlichkeit unterstützt. Also ich denke, dass das schon im Vorfeld reine Provokation von Gronkh war, um Shoyoka extra nochmal eins auszuwischen. Ja, er befeuert das Ganze ja sogar. So, ja, das war natürlich im Februar, da hat er gefragt, darf ich das Spiel spielen und so, dann gab es einen kleinen Shitstorm deswegen, ne, wisst ihr Bescheid. Auch gleich zur aktuellen Sache, und zwar, dass Gronkh plötzlich misogyn ist. Und ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, holy shit, was hat Gronkh bitte mit Frauenfeindlichkeit zu tun? Nun ja, das Ganze wird gleich wild. Was aber so, noch wild? Überhaupt sind jetzt die Aussagen wichtig, weil hier nämlich was falsch verstanden wird. Und Alpha Kevin hat das richtig aufgedröselt. Alleine deswegen gucke ich mir das an und weil er dazu mein Video benutzt hat. Und ich stehe auch da irgendwo stehe ich drin. Das sind die neuen Eisteesorten von Holy. Und zwar einmal der Wassermelonengeschmack. Das sieht sogar in der Aufnahme hier richtig sexy aus. Und ich habe Holy nicht in den Quellen, natürlich. Dann gibt's ja. Da oben ist eine Suppe.
verfickten Eiswürfel zu kühnem Fallen, die Holy so noch nicht kennen oder dort noch nichts bestellt haben, holt euch unbedingt diese Starter-Sets hier. Denn dort bekommt ihr neben einem nicen Shaker noch viele verschiedene Smoothies, um euch einfach mal komplett durchzuprobieren, damit ihr dann wisst, was ihr danach vielleicht als große Portion bestellen könnt. Das lohnt sich extrem, vor allem, weil ihr mit der ersten Bestellung ganze 5 Euro mit dem Code AlphaKevin5 sparen könnt. Und natürlich spart ihr auch mit dem Code AlphaKevin 10%. Wer ansonsten aber auch auf Hydration Drinks und auch auf Energies steht, der ist bei Holy komplett richtig. Die haben jetzt ist er mal gut. Ist er mal gut. Dass er doch vielleicht ein etwas tieferes Problem mit Gronkh hat. Zumindest Kevin 5, ja. So, als sie Gronkh plötzlich Frauenfeindlichkeiten vorwarf. Also das Kommentar, in dem Gronkh suggeriert hat, dass in der Skoros Shoyoka-Thematik sicher Shoyoka die ist, die lügt. Das ist halt Peak-Misogynie. So ist er gar nicht vorgekommen. Den Kommentar gibt es gar nicht. Dass in der Skoros-Thematik Shoyoka die ist, die lügt. Sondern Gronkh hat gesagt, es wurden Lügen über mich verbreitet. Bewusste Lügen. Also ich habe der relativiert das noch und meint, ich glaube, dass es so ist. Ne? Das ist Peak-Misogynie, einfach mal grundsätzlich davon auszugehen, dass die Frau sicher die sein wird, die lügt in einer Situation, von der man keine Ahnung hat und bei der man nicht anwesend war. So, das ist ja einfach eine Mutmaßung. Und das ist auch einfach ein Vorwurf zu sagen, der beschuldigt einfach die Frau. So, einfach so. Im Zweifelfall die Glaubwürdigkeit der Frau angreifen. Das ist das Gleiche, was bei Rammstein passiert ist. Das ist das Gleiche, was Carina Pusch passiert ist. Das ist das Gleiche, was bei Luke Mockridge passiert ist. Klar, ist schon wieder Carina Pusch. Ja, ja, der Frau wurde nicht geglaubt. Luke Mockridge hat sich nicht fast selber umgebracht und wurde eingewiesen, weil der Frau ja gar nicht geglaubt wurde. Es wird immer erstmal darüber geredet, dass definitiv die Frau die ist, die gelogen hat. Ja, genau. Bei Luke Mockridge hat man definitiv. Bei Rammstein haben die Anwälte nur eine bestimmte Wortwahl angekreidet, die benutzt wurde. Und die sind dagegen vorgegangen, gegen eine bestimmte Äußerung. Und zwar die Sache mit dem unter Alkohol und unter Drogen setzen. Den Rest haben sie nicht angekreidet, haben sie nicht verbieten lassen, weil das nicht ging. Die haben halt Leute dann quasi zum Schweigen gebracht, indem sie nur diese beiden Worte dann untersagt haben. Den Mann komplett in Schutz genommen. Also ich will jetzt nicht sagen, aber nach den Vorwürfen war Luke Mockridge erstmal komplett weg vom Fenster. Und das, weil man hier mehr der Frau geglaubt hat. Natürlich gibt es auch viele Leute, die sich hinter Luke gestellt haben, will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte er keine Konsequenzen davon erhalten. Aber gut, das Ganze ist natürlich auch ein anderes Thema. Wir gehen mal wieder zurück zu der Gronkh-Thematik. Blicken wir erst einmal darauf zurück, was Gronkh damals über Shoyoka gesagt hat. Denn dadurch können wir das Ganze ja auch wieder ein bisschen genauer einordnen. Aber ich habe jetzt diese ganze Shurioka-Freiraum-Reh-Geschichte zum Beispiel, habe ich einfach mal liegen lassen, ja. Ich hätte sicherlich auch was dazu beitragen können, weil es wurden ja anfangs auch einige Worte über mich verloren, einige gelogene Worte, möchte ich dazu erwähnen. Und seht ihr, es wurden auch einige Worte über mich verloren, einige gelogene Worte. So. Ich vermute mal bewusst gelogene Worte. Bewusst gelogen. Geh davon aus. Das war es mir nicht wert. Sag ich euch ganz ehrlich, ich möchte. Von welcher Seite gelogen? Ja, da gab es nur eine. Welche Partei? In dem Fall war es Shurioka. Und. So. Der Vorwurf ist, es wurde über mich gelogen. Über mich. Ne? Über mich. Es wurde über Skurrus gelogen. Ich bin ganz ehrlich, es gibt inzwischen Menschen, denen möchte ich einfach keine Bühne mehr bieten. Deswegen habe ich das ganze Thema einfach ausgelassen. Aber ich habe mich natürlich gerne damit beschäftigt. Und ich habe mir beide Seiten angehört. Und ich musste mir aber nur bei einer Seite ständig die Haare raufen. Immer nur bei einer Seite, bei einer Bubble musste ich mir die Haare raufen. Nicht bei der anderen. Und ich war eigentlich relativ objektiv. Also Gronkh hat sich immer nur bei Shoyokas Seite die Haare gerauft. Und Shoyoka geht jetzt davon aus, dass er ja auch impliziert, dass er damit die Skurrus-Thematik meinte. Denn sie sagte ja das hier. Also das Kommentar, in dem Gronkh suggeriert hat, dass in der Skurrus-Shoyoka-Thematik sicher Shoyoka die ist, die lügt, das ist halt Peak-Misogynie. Und die Frage ist natürlich jetzt, wo hat Gronkh das eigentlich überhaupt behauptet? Wir wissen bis heute nicht, wen Gronkh gemeint hat. Das hat sie ja noch vor ein paar Wochen gesagt. Und jetzt plötzlich weiß sie es. Und jetzt denkt sie, das hätte er später dazu gesagt?
Publizieren kann man natürlich viel, aber ich denke, bei Gronkhs Aussagen ging es besonders um ihn selbst und Shoyoka. Denn er begründete ja sogar noch nach seiner Aussage, die er tätigte, weshalb er findet, dass sie gelogen hat und er demnach bei Shoyoka ständig nur noch den Kopf schütteln kann. Hab dich noch nie in einem YouTube-Beef verwickelt gesehen? Naja, ja. Da gab es ganz kurz was wegen der Harry Potter-Geschichte und so. Und das war auch was, was gesagt wurde. Ich habe jetzt erfahren, ich hatte gar keinen Shitstorm, ja? Ich hatte keinen Shitstorm, weil ich den Abend Summe X verdient habe an Subs. Und nicht mal ich habe mir die Summe ausgerechnet, wie viel ich verdient habe. Ja, aber gewisse Person wusste natürlich sofort Bescheid, hatte das ausgerechnet. Und deswegen hatte ich vorher aber keinen Shitstorm, weil wenn ich hinterher damit Geld mache oder kriege im Stream, wenn Leute subben, dann ist es ja kein Shitstorm mehr. Also es geht eindeutig über die, um die Aussagen über ihn. Dann hat die Bild-Zeitung gar nicht geschrieben. Dann gab es keinen Shitstorm auf Twitter. Dann hat sie keine Scheiße geredet. Ne, das ist einfach, wenn Geld, dann ist alles gut. Also wenn ihr auf dem Schulhof, wenn ihr auf dem Schulhof Kinder zusammentreten wollt, ist das okay. Reutzi, das Wort heißt Gronkh, da wo das Mikrofon hängt. Nee, aber gebt ihm hinterher 10 Euro. Das ist kein Problem. Der grässliche Shitstorm, den Gronkh hatte. Ich war. Was stört ihr mich jetzt? Groß und stark. Spulen wir nochmal zurück. Spulen wir nochmal zurück, jetzt wird's wichtig. So, wird wichtig jetzt. Ne? Also, ich zeige euch mal, das ist übrigens Gronkh. Ne? Das ist Gronkh. Ich gelte auch in gewissen E-Mails als Gonzo, der erbarmungslose Gamer. Wahrscheinlich, weil ich hier noch Dragon Quest eingeblendet habe und hier unten habe ich Final Fantasy 9, wie ihr seht, im Chat hinter. Ne? Das ist Final Fantasy 9. E-Mails, die mir geschickt werden, da bin ich der erbarmungslose Gamer. Machen wir jetzt weiter mit dem Video. Okay, aber gebt ihm hinterher 10 Euro. Das ist kein Problem. Der grässliche Shitstorm, den Gronkh hatte. Ich fasse es zusammen. 36.000 Dollar und eine Peak von über 35.000 Zuschauern, was das Maximum High seiner Karriere auf Twitch war. Also da waren sehr wilde Takes dabei. Sehr, sehr wilde Takes. Diese Musik. War das Final Fantasy 9? Holy shit. Also Gronkh begründet sogar, weshalb er findet, dass Shoyoka hier die ganze Zeit Scheiße erzählt. Und jeder kann das auch relativ easy nachvollziehen. Und Shoyoka impliziert jetzt daraus, dass Gronkh ja frauenfeindlich ist, weil man sich ja immer zuerst auf die Seite des Mannes stellt. Hier in dem Fall impliziert sie, dass Gronkh sich mit der Aussage auf die Seite von Skurrus gestellt hat. Die Reaktion von Gronkh war daraufhin ziemlich stark, denn als Stream-Ankündigung schrieb er das hier. Vorsicht, Peak misogyner Livestream. Und er antwortete tatsächlich auch auf die Vorwürfe von Shoyoka. Allerdings sagt er sowas wie, dass er das zwar alles mitbekommt, ihm das aber mittlerweile wirklich komplett egal sei. Ich krieg die natürlich alle mit, weil ich bin da irgendwie indirekt mit drin verflochten, ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin so tiefenentspannt, es ist mir völlig egal. Es ist mir einfach kackegal. So, ich lese das. Mann, stresst euch doch alle nicht so. Moment, das ist neu, oder? Ist das eine neue Aussage? Moment, nochmal zurück. Kommt ihm das aber mittlerweile wirklich komplett egal sei. Dick die natürlich alle mit, weil ich bin da irgendwie indirekt mit drin verflochten, ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin so tiefenentspannt, es ist mir völlig egal. Es ist mir einfach kackegal. So, ich lese das. Mann, stresst euch doch alle nicht so. Ja, stresst euch doch alle nicht so. Das ist doch, ganz ehrlich, nimm das doch nicht ernst, diesen Fuck. Das ist nicht mal wert. Das ist so, please. Ja, was passiert denn? Ist egal. Darf es dir egal sein? Ja, es darf mir sogar egal sein. Oh, sowas von, wie es mir das darf. Ja, ja. Ist auch, und Leute jetzt fragen, was da los ist, bitte spart euch die Lebenszeit. Aber es lohnt sich wirklich nicht. So, selber schuld, wer auf der Müllplattform ist. Ja, ich bin ja ab und zu nochmal dran, da, aber ich versuche jetzt ja mehr Zuschauern auch zu antworten, mehr sowas zu machen, ne? Ich würde gerne mal versuchen, einfach so nicht mehr auf so eine Scheiße einzugehen. Also Gronkh ignoriert das mehr oder minder und memt eher die ganze Thematik. Das ist tatsächlich auch gar keine so schlechte Herangehensweise. Ich frage mich nur, warum Shoyoka dieses Thema jetzt plötzlich wieder aufmacht. Ich habe eine E-Mail bekommen. Kriegserklärung der Eumel an den Boys Club. Mitglieder des Boys Clubs. An Mangel an Einsicht, Selbstreflexion und Kritikfähigkeit sehe ich Shoyoka, Anführerin des eumelinischen Volkes, mich gezwungen, euch den Krieg zu erklären. Seit 6.36 Uhr wird zurückgestrikt. We gather more power. Ach, Leute, ich krieg die besten Drohmails.
Wir die Eumel, ein stolzes Volk, das blind gehorcht, nichts hinterfragt und alles glaubt, was ich, Shoyoka, sage, sei es noch so unsinnig und dämlich. Wir haben genug von eurer Intelligenz und Weisheit. Alter, ich hasse Lesen. Mit freundlichen Grüßen, Shoyoka, die Anführerin der Eumel. Eumel 161. Ah, das kommt in den wichtigen Ordner. Verschieben, wichtig. Gab es die jetzt gerade? Ja, ja, ganz neue Drohmail habe ich bekommen. Das ist schon jetzt die dritte Fanfiction. Die hat doch schon vor einem Jahr in Bezug zu Gronkh komplett reingekackt, wenn ihr mich fragt. Und wenn sie jetzt wieder damit anfängt, dann wird sie sich definitiv auch wieder keinen Gefallen tun. Aber gut, soll mir persönlich natürlich auch egal sein, was sie macht und wie sie darüber denkt. Ich persönlich verstehe aber mit diesen ganzen Aussagen in den Streams tatsächlich ihre Intention gar nicht. Ich meine, will sie wieder extremen Hate abbekommen, indem sie wieder random einen der beliebtesten Streamer angreift? Oder was ist ihr Ziel? Denn das hier ist wirklich wieder komplett unnötig gewesen und aus... Das ist ja Victim Blaming. Will er etwa sagen, dass wenn sie jetzt einfach Alpha Kevin strikt und wenn sie jetzt Monte strikt, dass sie dafür Hate bekommt? Dafür kann sie doch gar nichts. Dieser böse Alpha Kevin. Aus der Luft gegriffen. Mittlerweile wirkt das nämlich nur noch, als würde sie Stress mit anderen Menschen suchen, um weiter im Gespräch zu bleiben. Und das finde ich persönlich ziemlich Banane. Ja, das ist eine Bananenaussage. Also, wir halten. So, das war aber kurz vor seinem Strike, ne? Ne? Kurz vor seinem Strike. Fest. Vor über einem Jahr wollte Gronkh das Spiel Harry Potter streamen. Ja. Genau, er hatte einen Hype-Train bis kurz vor 12, ohne dass er online war, genau. Hatte sogar als Kompromiss vor, seine gesamten Einnahmen in den Streams an Transorganisationen zu spenden. Damit hätte er sehr... Zwei Strikes, Bos vergessen, genau. ...vielen Transmenschen ordentlich helfen können. Das Ganze wurde aber unterbunden, da er sich halt nicht entscheidend genug davon distanzierte. Dadurch blieben dann halt auch die Spenden und auch die Harry Potter Streams aus und Gronkh bekam sogar noch eine negative Schlagzeile bei der Bild. Was jetzt übrigens gar nicht mal so gut ankommt, wenn man Influencer ist, denn das macht sich jetzt nicht so gut, wenn man den Namen Gronkh eingibt und dann komplett sich von der Bild einen Artikel, der nicht positiv für dich abgestimmt ist. Das scheint sich aber auch Shoyoka gar nicht so bewusst gewesen zu sein, denn daraufhin meinte sie ja, dass Gronkh ja genügend Geld in dem Stream gesammelt hat und deswegen solle er sich nicht so anstellen. Ich meine, scheiß mal auf den ganzen Hate, er hat ja Geld bekommen. Der grässliche Shitstorm, den Gronkh hatte, $36.000 und eine Peak von über 35.000 Zuschauern, was das Maximum High seiner Karriere auf Twitch war. Also, so, und für diesen Zusammenschnitt hat Alpha Kevin mich niemals verlinkt, sondern nur Böses Omen, weil das die Reaction von Böses Omen auf mein Video ist. Mit den Hate und die Schlagzeilen, die Gronkh bekam, ist sie jetzt nicht weiter eingegangen. Schließlich ist er ja aber auch ein weißer, hetero-Cis-Mann, der absolute Privilegien genießt. Danach ging es dann auch wieder... Klar, Quellen erst aber in einer gewissen Reichweite. Ich will auch Quellen haben. ...hin und her, bis irgendwann doch ein Stück weit Ruhe einkehrte. Und jetzt, aus dem Nichts, versucht Shoyoka Gronkh plötzlich als frauenfeindlich darzustellen, weil er das ja mit seinen früheren Äußerungen impliziert hat. Es ist wirklich komplett lächerlich. Egal, wie sehr man versucht, Shoyoka objektiv und auch fair zu behandeln, sind ihre Tätigkeiten und Äußerungen mittlerweile echt absolut nicht nachvollziehbar. Also, wenn du schon Stress mit einem Gronkh anfängst oder überhaupt Stress mit einem Gronkh hast, dann weiß man oftmals sowieso, dass das nur Quatsch sein kann. Aber in diesem Stile ist es tatsächlich für mich umso dümmer gewesen. Um dieses ganze Theater aber aushalten zu können, empfehle ich euch mal lieber einen Holy zu schlürfen. Da gibt es immerhin positive Vibes und positive Vibes würde es auch geben, wenn ihr jetzt ein Like da lassen würdet. Und wenn euch dieses Video beziehungsweise... Jetzt macht er mit seinem Hass auch noch Werbung, ne? Wenn das Update hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Tritt für dein Recht ein, ja. Ekelhaft, dieser monetarisierte Hass.